Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Western Wilds Map. Und schaut mal, beim letzten Mal haben wir ein wunderschönes Blockhaus gebaut. Da der Traktor hier steht, heißt es, der ist mit seinem neuen Acker da hinten soweit fertig mit den Grubbern. Ja, wir hatten vorher 44.000, jetzt haben wir nur noch 40.000. Ich zeige euch gleich warum, das ist ja nicht schlimm. So, wenn der fertig ist mit Grubbern, dann muss der Dünger drauf. Haben wir einen Traktor, der düngern kann? So, passt mal auf, hier stehen unsere 4000. Ich war mal so frei, habe hier nochmal so einen schönen Unterstand hingezimmert, wo schon gleich die Botanik sich den Weg wieder durchgebahnt hat. Das ist ja verrückt. Ja, ne? Dann haben wir hier noch Möglichkeiten, neue Traktoren hinzustellen. Hier hinten bei den Hühnern ist noch genug Luft für so Dinge. Alle Dude. Wie gesagt, die Mühle hier müsste eigentlich dementsprechend Strom bringen. Ist ein Generator an Propeller und das Ding hier macht Mehl. Hier ist aber auch die Gerste bald alle. Ja, ich glaube, mein Plan war auch gewesen, dass wir die Mühle wieder in Gang kriegen. Ne? Mit Ölproduktion hier wächst, glaube ich, Gerste 100% im Wachstum gedüngt. Genau, und da hinten wollten wir Raps raufbringen. Wann war denn Raps in der Aussaat soweit? Nicht, dass wir hier irgendwas verbummeln, vergessen, überspringen. Raps. Haben wir verpennt. Letzten Monat. Richtig toll. Ich weiß ja nicht, haben wir vorgespult? Nee, ich hoffe nicht. Ja, super. Ist ernsthaft? Oder wollten wir hier was anderes anbauen? Ich kann euch das gar nicht mehr sagen. Oh, oh. Oh, da müssen wir ein ganzes Jahr warten. Und dann nochmal ein Jahr. Was machen wir denn da? Also Gerste könnten wir... Ey, wollen wir Gerste aufs Feld bringen? Das wäre mir bald lieber, weil das könnten wir nämlich ernten. Dann machen wir alle die Felder alle fertig und dann können wir Raps aussehen. Ja. Schwierig. Wollen wir die Sämaschine losschicken? Dann hätten wir definitiv erstmal genug, dass wir da Mehl draus machen können zum Verkaufen, dass die Felder nicht leer laufen. Und mit dem Raps ist er jetzt ärgerlich. Ja, weil hier ist nämlich nichts weiter los. Ja, hilft ja nichts. Komm. Sämaschine ran und Abfahrt. Mit dem neuen Fendt, der kann so Dinge tun. Ah, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Das wurmt mich richtig. Finde ich jetzt ja nicht mal so gut. Und ich habe den Eindruck, das ist hier leicht enger geworden auf den kleinen Hof hier, aber passt schon. So. Ne, warte mal, Gerste war ja schon ausgesät. Ausgewählt. Die Aussaat. Saatgut. So. Naja, dann müssen wir halt in die Gerste gehen. Ah, ist das ärgerlich, verdammt. Warum habe ich denn beim letzten Mal... Ach so, da waren die Felder, ja. Da waren ja noch in Bodenbearbeitung. Aber vorgespult haben wir nicht. Nee. Naja, was willst du machen? Ich habe geguckt, die Silageballen sind auch noch nicht erntereif, dass wir die verkaufen können. Na, so. Ja, da machen wir hier nochmal ordentlich Getreide. Dass wir nämlich was für die Mühle haben. Und wenn wir das geerntet haben, direkt fertig machen wieder für die Aussaat für Raps im Jahr da drauf. Na, da müssen wir noch mit dem Öl ein bisschen warten. Und steckst du halt nicht drin. Ah, verdammt. Ach stimmt, ja, beim letzten Mal habe ich die Produktion offiziell, hätte ich die Wechselhäuser total vergessen. Ja, die haben wir natürlich auch noch. Jetzt ist das Ding, ich habe schon wieder übelst viel im Kopf, was ich machen will. Das ist richtig schlimm. Also, ich würde gerne die Wolleproduktion weiter betreiben, dass wir eine Spinnerei und eine Schneiderei bauen. Das kostet aber insgesamt 160.000. Da müssten wir nochmal extra Schafe holen, dass sich das doch mit der Wolleproduktion nachher wieder lohnt. Des Weiteren würde ich sehr viel auf der neuen Farm machen. Dass wir da erstmal so einen schönen Grund drin kriegen, ne? Ein bisschen aufräumen, ein bisschen Zeug wegräumen, neue Sachen bauen, Schweinestall eventuell, dass wir da zumindest mal einen Anfang haben, ungefähr um zu gucken, was uns denn da erwartet. Arbeitspensum technisch wird wahrscheinlich wieder ekelhaft, denn will ich neue Felder haben, vor allem das zwischen dem neuen Feld, was wir angelegt haben, also das Stellland und der Farm, weil da fehlt ja noch so ein kleiner Streifen, dann können wir da nämlich genau Straße gegenüber den neuen Acker anlegen. Ach, und den Wald wegmachen und naja. Dann würde ich gerne noch Land kaufen hier hinter unsere Felder, wo wir gerade neu ansehen, dass wir da noch weiter
Richtung Straße, Richtung Rangierbahnhof kommen. Ja, so eine Dinge. Also, ich glaube, zu tun haben wir richtig viel. Und auch noch eine ganze Menge. Also da wird es nicht langweilig. So, dafür kriegt er hier sein Vorwände. Dann kann er erstmal so Dinge tun. Dann wird er eine Weile mit beschäftigt sein. Eigentlich wollte ich bloß einen Düngerstreuer holen, ne? So kommst du wieder von A nach B über C und dann hast du O vergessen. Naja, macht ja nichts. So. Was ist denn hier bei euch? Wasser, Methan, Steine, alles da. Ehre. Dann. Hätten wir hier auch Steine ohne Ende noch zum Wegfahren. Du, mein Freund. Den könnten wir... Ach, wir haben keine Kohle. Warte mal, Düngerstreuer da. Du da. Captain Steyer, Abfahrt. Heb mal hoch, denn die Lumpe, Abfahrt. So, und los. Du fährst jetzt zu unserem neuen Feld und machst da erstmal eine Runde Dünger drauf. Und wenn das passiert ist, dann wird der Case den Flug holen, der hinten bei der BGA steht. Und dann wird das Feld erstmal soweit vorbereitet, dass wir in die Ausart gehen können. Wann können wir denn was aussehen? Wir schauen nochmal ins Kalendarium. Und zwar, können wir denn außer Gerste und Weizen ja nichts mehr machen. Toll. Zuckerrüben im März, Mais im April. Alles klar. Gut, haben wir da schon mal ein bisschen Luft. Ach nee, nee, ich sag euch, Leute. Hätten wir jetzt ein paar Silageballen, die wir verkaufen können, wären wir ein bisschen liquider. Also mit dem Geld ist so, boah. Wir könnten jetzt auch hingehen und sagen, dass wir Gas verkaufen. Warte. Jetzt aber, da schießt mir das ja in den Kopf. Wie, ei. Goldproduktion, die war hier ganz unten nicht. War die ganz oben? Da. Methan ist ja volle Esse da. Methan verteilen. Wir haben so übelst viel. Lass mal auf Direktverkaufen machen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Kohle für. Güter fehlen? Haben wir die Kartoffeln ja nicht aktiv? Nee, Silage ist alle. Ah, kein Platz, deswegen. Naja, wird Zeit, dass wir das Gas daraus verkaufen. Okay. Jetzt bräuchten wir natürlich einen großen Trailer. Mit dem wir das Gas mal zur Tankstelle bringen können. Aber so viel. Oh, hier kommen ja schon wieder Ideen, dass wir hier vielleicht die Stoffproduktion machen. Warte mal. Ach, das ist schlimm. Also hier auf der Map, das ist so schlimm. Wir brauchen dieses Land. Land. Gib mir das. 78.000. Dann könnten wir nämlich hier die Stoffproduktion hinstellen. Wäre mir persönlich so rein optisch bald am liebsten, muss ich sagen. Wir wären nirgendwo im Weg. Wobei hier auf dem Hof würde es auch nicht stören, wenn da die Gebäude stehen. Wo sie stehen, ist ja am Ende auch komplett Latex. Wie gesagt, dieses Stückchen Land würde ich gerne noch kaufen wollen. Dann können wir nämlich hier den nächsten Acker hinzimmern. Dann hätten wir hier Wald, den wir bestellen. Eieiei, viel Wald. Oh, Junge. Okay. Da bleibt mir gerade die Stimme weg. Naja. Aber Brennholz kommt halt auch nicht von alleine. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass wir jetzt so nach und nach doch so die Steps erreichen, wo wir hinwollen. Also ich habe halt trotzdem immer noch das Gefühl, ich komme hier einfach nicht aus der Pötte. Also richtig gar nicht. So ein schleppendes Projekt ist das hier. Aber... Na, das liegt halt einfach an Geld. Definitiv am Geld. Hätten wir jetzt richtig Asche, könnten wir Länder reinkaufen ohne Ende, das alles vorbereiten ohne Ende, richtig schnell, richtig doll, neue Gerätschaften kaufen, die sehr effektiv arbeiten. Und dann wären wir hier übelst der Landwirt. Aber wir eiern mit dem Steier, mit dem Dünger Richtung Acker. Was willst du machen? Wäre aber auch langweilig, wenn wir ruckizucki hier die Map komplett vollgezimmert hätten mit Ackerflächen und irgendwelchen anderen Dingen. Dann ist ja auch langweilig.
Also ist schon okay so. Aber ich denke, wir müssten eventuell Technik zweimal kaufen. Dass wir uns jetzt hier an der Farm nochmal irgendwo hinstellen. Weil bis auf unser Zuhause wohnt da noch ja nichts. Und das ist jetzt so semi-cool. Weil alles andere ist halt hinten auf dem Hof. Deswegen müssten wir uns da häuslich nochmal neu einrichten. Ja. Traktorentechnisch werden wir uns wahrscheinlich nicht modernisieren, sondern einfach vergrößern vom Fahrzeugbestand her. Hätte ich jetzt gesagt. Wir müssen gucken, wie es mit der Kohle hinhaut und dann geht es los. Hier kommt erstmal ordentlich Dünger drauf. Aber der Acker, der ist immer noch recht hampelig, huppelig. Obwohl wir die gebügelt haben. Na? Dann müssten wir nochmal bügeln. Aber dann machen wir die vielleicht. Ja, jetzt kommst du aus dem Graben raus. Ey, müssen wir hier einen Zaun bauen? Wie im Kindergarten? Ein Krabbelgitter, ja, für die Helfer? Okay. So. Guck doch mal, wir haben das doch gebügelt. Warum ist das so oll? Das müsste eigentlich wunderschön glatt sein. Oder müssen wir hier nochmal drüber? Wir sind auf Glätten, ja. Wir müssen auf Bodenanpassung gehen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ist doch echt nicht cool, wie er hier rumhampelt. Guck mal, da sind richtig dicke Ecken drin. Hä, das haben wir. Warum haben wir. Dann war das da total für die Katze, was wir letztes Mal gemacht haben. Ist ja jetzt nicht so toll. Ja, ne, wenn nicht, müssen wir da nochmal ran. Hilft ja auch nicht nichts. So. Der kriegt ja erstmal sein Vollwände und dürfte denn aber eigentlich problemlos arbeiten können. Hoffe ich mal. Nur dann haben wir einen weit genug weg vom Wasser, dass er da keinen Quatsch macht. Bei so ein abgesoffener Traktor, der fetzt halt nicht. Aber die Baumreihe ist schön. Was wir hier unter die Telegrafenmasten, Telegrafenleitung gebaut haben, das ist schon mal optisch sehr ansprechend. Da bin ich zufrieden. Na ja, und der Rest ergibt sich nach und nach. Das wird wahrscheinlich jetzt wirklich so wieder so ein Step-by-Step sein, wo wir nach und nach die Dinge machen. Wie gesagt, wir müssen halt massiv in die Schafe auch nochmal reingehen, dass wir da mehr kriegen. Halt, stopp, du musst nochmal eine Fahrzeugbreite rüber, mein Freund. So, und Abfahrt. So, dann lassen wir den hier mal machen. Wir müssen nochmal in die Bodenanpassung. Hilft ja nichts. Wenn das hier nämlich Käse ist, dann ist das Käse. Pflanzen, Formen, da. Bodenanpassung. Volle Esse. Ich hab's gewusst. Glätten geht. Der Rest ist Quatsch. Hilfe! So, schön. Wir haben hier. Ach Mann. So mit dem Grubber nochmal drüber hilft ja nicht. Formen. Anpassen, glätten. So, volle Intensität. Und dann müssen wir hier halt nochmal bügeln. Hilft ja nicht. Ich muss den Acker glatt kriegen. Oder ich hab das zu schnell gemacht, dass er das ja nicht richtig anpassen konnte. Weil ich will die ollen hässlichen Ecken hier raus haben. Das geht ja gar nicht. Also vom Ton her macht er ja auch was. Also. So. Wir machen mal von Telegrafenmast zu Telegrafenmast, oder? Gott sei Dank war hier noch keine Frucht angesät. Dann wäre ich ja wieder massiv traurig. Tja, dann müssen wir da nochmal rüber mit dem Grubber und mit dem Dünger. Ist ja noch nichts verloren. Hallo? So.
Habt ihr das Gefühl, ich mache das schon wieder so schnell? Man sieht ja auch nichts. Das ist ja das nächste Ding. Du kannst ja nicht sehen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Wenn er wenigstens akustisch kein Signal mehr von... Wo kommst denn du her, mein Freund? Was doch immer er da macht, also... Wo will er hin? Was passiert? Hallo? 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 Och, ey. Komm, lass gut sein, mein Freund. Ach. Aber das ist immer noch so hoppelig hier, obwohl wir das gerade glatt gebügelt haben. Oder ist das vielleicht schon gut? Dann können wir uns die Arbeit vielleicht auch sparen. Dass das nach der Sämaschine schön glatt wird oder so. Ja, okay. Auf jeden Fall ist der Helfer hier massiv verloren, so wie das aussieht. Dann werden wir mit ihm hier nochmal schnell eine Runde grubbern. Ja, siehst du, und deswegen kommen wir wahrscheinlich nicht voran, weil wir ständig so Krimskram erledigen müssen hier. Naja. Oh ja, hier stehen viele Bäume, das wird schön. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir mit der Sämaschine hier rüber gefahren sind. Ach, wir müssen jetzt ja nochmal fliegen, stimmt ja. Ach, Arbeit haben wir aber viel. Sehr viel. Der Trecker ist mega laut. So, dann leg mal los, mein Freund. Wenn wir mal die Grubberzinken richtig kaputt machen, indem wir hier im Kreis grubbern, aber... Oh, mit Drift. Ah, der bockt ganz schön. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Also, kaputt meine, kriegen wir alles kaputt, so. Machen wir mal auf schnell. Ne? Wenn wir hier schon so Quatsch machen, dann müssen wir halt wenigstens relativ schnell wieder ausbügeln, hier den ganzen Quark. Da kommt der Düngerstreuer, okay. Dann werden wir ihm mal gleich sagen, dass er hier vorne den Fauxpas auch beseitigen darf. Nochmal rüber düngern. Je nachdem, wie weit er dazu überhaupt bereit ist. Ne, er macht einfach, er zieht durch. Sehr schön. Ah, guck mal, es wäre nie weit gewesen. Das gefällt mir. So, mit dem Zaun hier vorne passt das auch. Der Abstand ist okay. Darf er hier seine letzte Bahn vollenden? Ja, oh, frisst aber ein schön Dünger, das Feld hier. So, Abfahrt. Dann können wir den Flug holen und dann können wir hier vorbereiten. Das klingt nach einem guten Plan. Das Problem ist, Flug und Grubber sehen gleich aus, oder? Wir lassen den Grubber mal hier stehen. So. Ich habe wirklich Befürchtung, dass die gleich aussehen. Ha. So, der Helfer ist fertig mit seiner Düngearbeit. Das ist schon mal schön. So, wir müssen hier mal einen Vergleich machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt wie immer das gleiche Gerät, oder? Oh oh. Das können wir ja nie auseinanderhalten. Ach Gott, verdammt. Die heißen ob bitte gleich. Die sehen ob bitte gleich aus. Nein.
Oh oh. Na gut. Dann hilft halt nur ausprobieren. Wie gesagt, das ist der Flug. Da müssen wir nur gucken, dass wir die vielleicht separat irgendwo abstellen oder einlagern. Warte mal. Vorgewände machen wir so lang, dass der Acker wenigstens fertig ist für die Aussaat. Apropos Aussaat, wir müssen gleich mal gucken, was unsere Sämaschine da veranstaltet. Nicht, dass der in die Baumreihe reingefahren ist. Nein, er ist schön dabei und hat über die Hälfte schon fertig. Ehre! Dann können wir uns ja hier drum weiter kümmern. Ach, aber warum ist es so stoppelig hoppelig? Obwohl wir glatt gemacht haben. Oder täuscht es und er fährt auf die anderen Flächen genauso. Naja, werden wir ja sehen. Spätestens beim Striegel. Nein, schwarzen Bildschirm schon wieder. Toll. So. Habe ich ja nur drauf gewartet. Aber heiß passiert denn heute nicht mehr. Schön ist die Aufnahme läuft weiter. Zack. So, dann machen wir hier das Vorgewände. Und dann kann er hier so Dinge tun. So, ich hab den mal ein bisschen leiser gemacht. Also der hebt mir selber ja schon auf den Zunder auf Dauer. Wenn der mir hier permanent ins Ohr schreit. Ist zwar geiler Klang, aber sie sind schon penetrant. Na? Also ich finde den Trecker mega. Vor allem mega laut. So. Kriegt er hier nochmal seine Angstgewände. Aber die Bäume stehen relativ dicht hier. Die müssen relativ zeitig alle weg. Na? So. Ja, wir brauchen halt Geld für mehr Land. Wie gesagt, den Streifen hier zwischen. Wenn wir uns den aneignen, können wir hier drüben gleich den nächsten Acker bauen. Den Baum dazwischen würde ich so stehen lassen, als Grünstreifen quasi. Als Abgrenzung. So. Nochmal ausrichten. Aber dann würde ich, wie gesagt, die einfach räumlich voneinander trennen. Gruber und Flug. Dann stellen wir uns den Gruber zu Hause auf den Hof. Und der Flug, der steht immer da unten beim Kartoffelroder. Dann dürfte ja eigentlich nichts schief gehen. So, er macht hier so Sachen. Du bist fertig. Der müsste mal getankt werden. Ich habe generell die Sorge, dass wir bei echt vielen Fahrzeugen auch massiven Wartungsstau erleiden werden und dann keine Kohle haben. Das ist eigentlich ja nicht mal so cool. Also guck mal, wenn wir jetzt mal hier vergleichen. Das, was wir auf dem Feld fahren und das, was er hier rumhampelt, ist eigentlich das gleiche, als wäre ja nichts passiert. Bodentexturen technisch. Oder hätten wir das vorher machen müssen? Ne, eigentlich nicht. Also vor der Flugtextur, meine ich. Hätten wir das da schon bügeln müssen? Aber das spielt, glaube ich, keine Rolle. So. Warte mal, was wir hier aber schon mal bauen können. Also jetzt müssen wir wirklich nach und nach den ganzen Kram hier ranholen. Container, wartet hier? Nee, bei Silo, oder? Ja. Was kostet? 20? Nee, oh, das ist so teuer. Kostet ja 10.000 so ein Ding. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier auch einen Dünger und ein Saatgut-Silo schon mal hin. Aber, oh, das kostet ja viereckig. Ja, leider mit der Kohle ist gerade nicht so pralle. Naja. So. Dann fahren wir mit dem Kollegen zurück. Mal gucken, ob wir den schon wieder befüllen können. Dann werden wir den wohl behalten. Wenn wir dann wirklich auf mehrere Traktoren umstellen oder erweitern, dass wir an zwei Standpunkten genug Fahrzeuge haben. Weil... Ich glaube, ist so ausgeweitet wie auf der Map, habe ich mich auf noch ja keiner. Sonst habe ich mich immer mit meinem Hof auf so einen zentralen Bereich eigentlich mehr oder weniger konzentriert. Aber das ist recht weitläufig, was wir hier veranstalten. Ja, da wieder mal eine Ecke und dann wieder da eine Ecke. Und, na? So, und ich denke mal, bis die Bäume hier anfangen zu wachsen, da werden noch ein paar Tage vergehen. Vor allem die Bäume, die wir hier als Setzlinge haben, die müssen wir noch alle in die Erde stopfen. Und dann haben wir neue Setzlingpaletten. Apropos, da will ich nochmal was schauen. Bei dem Platinum-DLC waren nämlich auch Redwood-Bäume.
Jetzt ist die Frage: Haben wir Redwood auch als Setzlinge, theoretisch? Hier, guck mal, das war nämlich hier mit bei. Fichte, kanadische Felsenbirne, Zypresse, amerikanische Ulme, Schuppenrinden, Hickory, wechselblättriger Hartriegel, Ahorn, Weiden, Eiche, Birke, Pinie, Kiefer, Fichte. Nö. Leider nicht, oder? Also ich hätte gesagt, da ist jetzt kein Redwood dabei. Wenn wir, alter, fette, dicke, fette Bäume. Das wäre schon geil. Vielleicht gibt es da irgendwann bald eine Mod. Redwood als Setzlinge oder so. Weil auf der Silver Run habe ich gesehen, gibt es wohl Redwood. Also riesengroße rote Bäume. Ne? Die amerikanischen. Richtig, ich glaub, 60 Meter hohe Dinger oder was. Und Baumstämme so dick wie ein Auto. Also, ja. Schauen wir mal. Da wird es wahrscheinlich bald irgendwas geben, denke ich mal. Ganz stark. So. Unser altes Zuhause. Hier steht noch alles rum, aber hier wohnen wir halt nicht mehr. Ne? Naja. So. Haben wir hier noch Dünger drin? Dann würde ich den nochmal voll machen. Wobei hier vorne... Hier ist noch voll. Ist hier noch genug an Bord? Ja, 22.000 Liter ist okay. Dann dürfte die Sämaschine bei dem Acker auch bald durch sein. Dann schicken wir gleich auf den nächsten. Dann müssen wir halt noch walzen und striegeln. Sollte aber nicht ein Problem sein, denke ich. Na? So. Runter die Dinger und aus die Maus. Er ist am Flügen. Das ist schön. Er hat hier den gleich, also gleich seinen letzten Streifen. Ja. Freunde, dann würde ich sagen, wartet für heute. Dann werde ich hier drüben die Sämaschine gleich wieder ansetzen auf den nächsten Acker. Vielleicht zwischendurch nochmal kurz voll machen. Und dann schauen wir, dass wir theoretisch die neue Farm so ein bisschen auf Vordermann bringen. Vielleicht noch ein paar Bäume wegmachen, das würde in die Brennholzproduktion stecken. Dann vielleicht die Zeit mal eh ein bisschen vorspulen, dass wir hier produktionstechnisch beim stündlichen Verkaufen ein bisschen mehr in Portemonnaie kriegen, weil ein bisschen Kohle brauchen wir gerade wirklich. Ja, so gut sieht es gerade ja nicht aus. Vor allem bei dem, was ich alles so machen möchte. Wir hätten noch Wolle. Dann können wir nochmal Steine rinfahren in die Goldproduktion. Also wenn dir definitiv Ähnchen nicht passiert, dann ist das Langeweile aufkommt. Also das haben wir schon mal richtig toll hinbekommen. Ironisch. Also ne, einfach rumstehen und gucken und warten, dass was passiert, ist nicht. Hier ist immer Action. Eigentlich cool. Ja, so. Okay. Genug rumgeeiert, Freunde. Ja. Nochmal ein Foto zum Abschluss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch. Rinnehauen.